Tanit, wie Tunis früher genannt wurde, nur ein kleiner Vorort des mächtigen Karthago. Tanit war auch gleichzeitig die Schutzgöttin Karthagos und sollte Hannibal und seine Krieger vor dem Untergang bewahren. Es hat nichts geholfen. Karthago lag in Trümmern und die Zeit für Tunis war gekommen. Heute zählt die Hauptstadt Tunesiens zu den wichtigsten Handelsstädten in der Region. Tunis war das Tor zu Europa. Von hier fanden einige Gewürze ihren ersten Weg über das Mittelmeer. Damals wie heute ist die Medina das Herzstück der 2-Millionen-Metropole. Die Einwohner lieben ihre Medina. Man trifft sich nicht nur zum Shoppen, sondern auch zum Bummeln, Plaudern und Flanieren. Keine sterile Shopping-Mall, sondern Einkaufsabenteuer pur. Nicht der Kauf, sondern der Weg dorthin ist das Erlebnis. Das Gewirr aus Gassen und Läden gleicht einem Labyrinth. Offensichtlich bewusst so von den Baumeistern angelegt, denn wer sich länger darin aufhält, kauft vielleicht auch mehr. Und immer wieder laden kleine Imbissstände zum Kosten und Verweilen ein. In der Medina wird aber nicht nur gehandelt, sondern auch hergestellt. Viele traditionelle Handwerksbetriebe haben hier hinter den Kulissen ihr Revier. Der Weg führt durch zahllose Innenhöfe, Durchgänge und Gassen, bis man auf Mohammed, den Hutmacher, stößt. Nicht irgendein Hutmacher. Nein, er stellt die typische Kopfbedeckung der Tunesier her, den Fes. Hier ist die Ausgangsform für den typischen Fes. Der ist überall auf der Welt gleich. Das Ausgangsmaterial ist hauptsächlich Schafswolle. Schauen Sie, so kommen die Hüte vom Schneider und werden dann von uns in der Werkstatt bearbeitet. Für jeden Hut brauchen wir rund 3 Stunden. Dann muss er trocknen, gefärbt und gekämmt werden. Diese Hutform gibt es schon seit über 500 Jahren in Tunesien. Früher wurde der Fes täglich getragen, heute in erster Linie bei Feierlichkeiten oder auch besonderen Anlässen. Manche Ältere tragen ihn auch heute noch täglich. Er wird auch industriell hergestellt, dann passt er aber nicht so, wie wenn wir ihn per Hand machen. Es ist schwere Arbeit, denn die Wolle muss mehrfach gedampft, gepresst und gekämmt werden. Wichtig ist auch die gleichmäßige Rundung. Da darf man keine Beule oder Ecke sehen. Den Fes trägt man in dieser Form nicht nur in Tunesien, sondern auch in vielen anderen Ländern des Orient, sowie auf dem Balkan. Jedoch hat jedes Land oder Volk seine typischen Merkmale und die sitzen beim Fes oben auf der Spitze des Hutes. Hier an diesem Bommel erkennt man die Herkunft des Fes. Der ist in jedem Land immer etwas anders. Mal spitzer oder runder. Am Bommel erkennt man dann, ob sie aus Libyen, Sudan, dem Tschad oder dem Niger kommen. Die Farbe und die Form ist in jedem Land etwas anders. Hier, das ist unsere Form in Tunesien. Die Herstellung ist zwar simpel und das Material für die Region ideal. Der Filz wärmt im Winter und kühlt im Sommer. Eine Art Klimaanlage auf dem Kopf. Ja, und das typische Rot erkennt man auch in der Staatsflagge wieder. So trägt jeder auch ein bisschen Nationalstolz auf dem Kopf. Direkt vor der Medina befindet sich der prachtvolle Boulevard von Tunis, die Habib Bourguiba. Sie ist die Flaniermeile mit den exklusivsten Geschäften und vielen Cafés. Mitten im Getümmel treffen wir auf Karim. Er ist Fan des FC Bayern und Kult in der Stadt. Oft flaniert er über den Boulevard, auch um seine neuesten Outfits zu zeigen. Ich habe schon oft gesucht, aber noch nie FC Bayern-Fanartikel in Tunesien gefunden. Solche Sachen wie diese findet man auch nur im Internet und auch nur im offiziellen Fanshop des FC Bayern. Also habe ich beschlossen, mir meine Fanartikel einfach selber zu machen. Ich kaufe das Hemd im Sportgeschäft und drucke mir Logo und Design selber drauf. So bekomme ich ein komplettes Fan-Outfit, ohne nach München reisen zu müssen.
Und seine Liebe zum Kultverein zeigt sich nicht nur im Textil. Nein, der smarte Tunesier trällert auch öfters mal die zweite bayerische Nationalhymne vor sich hin. FC Bayern, forever number one. We can call us the champions of the world. FC Bayern, forever number one. We're much better than the rest. Naja, einen Plattenvertrag bekommt er damit nicht, aber manche Damen sicher Tränen in den Augen. Dass sich in seinem Leben alles um den FC Bayern dreht, zeigt er nicht nur auf der Straße, sondern auch gebührend in seiner Wohnung. Ich bin seit 15 Jahren Bayern-Fan. Hier ist mein bescheidenes Zuhause. Und hier ist die Bestätigung vom 13. März 2015. Wir sind damit offizieller Fanclub des FC Bayern in Tunesien. FC Bayern München, offiziell Fanclub in Tunesien. Und darauf ist er besonders stolz, dass er den ersten und einzigen offiziellen Fanclub in Tunesien ins Leben gerufen hat. Aber er ist nicht nur Fan, sondern auch Sammler, Archivar und Historiker des Vereins. Er weiß praktisch alles über seinen Club. Das sind meine Top 5 Events mit dem FC Bayern. Die Champions League 1974 gegen Atletico Madrid, 1975 gegen Leeds United, 76 gegen Saint-Étienne, 2001 gegen Valencia, 2013 gegen Borussia Dortmund, natürlich mit dem berühmten Tor von Arjen Robben. Ich habe außerdem ein Faltblatt gemacht, hier mit der Statistik des FC Bayern. Vorne steht die Geschichte des Clubs, Gründungsjahr, FC Bayern München und Name des Stadions. L'histoire de FC Bayern München, date de naissance, le nom de stade. Der Club beinhaltet auch Freundschaft und gemeinsame Aktivitäten mit anderen Fans. Regelmäßig treffen sie sich zu den Spielen, aber unternehmen auch Ausflüge oder treffen sich zu Partys. Der Club trägt die Freundschaft der Fans und darauf ist Karim sehr stolz. Da feiern wir 2015 gerade den Geburtstag des FC Bayern in Tunesien. Das ist der Geburtstag von Bayern München 2016, 2017. Da waren wir im Ort Sidi Bou Zaid und haben dort letztes Jahr nochmal gefeiert. Le Bavarois, on a visité la ville de Sidi Bou Zaid ici en Tunisie l'année dernière. Und in ihrer Stammkneipe treffen sie sich praktisch zu jedem Spiel. Vor allem dann, wenn es gegen die Dortmunder geht und dann noch in einem Pokalspiel. Bereits eine Stunde vor Anpfiff sitzen die Freunde im ersten Stock und fiebern dem Spiel entgegen. Unter ihnen auch Fatma. Sie ist die einzige Frau im Club. Ich war die erste Frau, die Mitglied in diesem Fanclub wurde. Und ich war so glücklich darüber, die anderen zu sehen und zu treffen. Das ist hier wie eine große Familie für mich. Und wir versammeln uns bei jedem Spiel, alle hier oben, um die Bayern anzufeuern. Es geht hier nur um den FC Bayern. Wir lieben den Verein. Auch die deutschen Fangesänge haben sie auswendig gelernt und peitschen sich gegenseitig ein. Viele Leute fragen mich immer, wie ich mich als Frau bei den Jungs fühle. Ganz einfach. Ich liebe Fußball, seit ich ein kleines Mädchen war. Ich bemerke, dass die Fans hier genauso ticken wie ich und dass wir einfach eine gemeinsame Leidenschaft haben. Fußball. Ich bin hier, weil ich die Bayern liebe und sie natürlich auch. Wir sind alle Bayern-Fans und das hält uns zusammen. Die Tatsache, dass Fatma eine Frau ist, spielt hier im Fanclub keine Rolle. Sicherlich sieht man das von außen etwas anders und manche ärgert das auch. Aber das ist uns egal. Sie ist bei uns sehr willkommen. In anderen Ländern ist es völlig normal. So auch bei unserem Fanclub. Wir sind alle Bayern. Der FC Bayern setzt auch hier Zeichen. Was sonst in verkrusteten Gesellschaftsteilen nicht möglich ist, wird hier zelebriert. Inzwischen hat der Club 10 weitere junge Frauen, die gemeinsam ihren Lieblingsverein anfeuern. Hey,
growing. We're about 1,000. Wir wachsen fast wöchentlich. Inzwischen sind wir über 9000 Fans in der Gruppe. Es ist wirklich so. Wir sind wie eine Familie und treffen uns auch außerhalb der Spiele und unternehmen etwas. FC Bayern anniversary twice. Wir feiern nun unseren zweiten Jahrestag und unser Gruppenfoto wurde auch auf der offiziellen Homepage des FC Bayern gepostet. Wir waren da natürlich alle aus dem Häuschen und unglaublich stolz auf diese große Ehre, einmal auf der Homepage des FC Bayern München zu sein. Und dafür schicken sie ihre Energie an die Mannschaft. Die Bayern-Fans in Tunis. Sie sind Kult in der Stadt. Wir fahren hinaus aufs Land, genauer gesagt nach Hammamet. Die Stadt ist nicht nur für deutsche Touristen der Badeort Nummer 1 in Tunesien, sondern auch beliebtes Ausflugsziel vieler Einheimischer. Wichtigste Anlaufstation ist auch hier die Medina, direkt am Meer gelegen. Das hat auch seinen Grund, denn der verzweigte Komplex wurde auch phasenweise als Festung und Verteidigungsanlage gegen Angriffe genutzt. Heute lockt es vor allem Touristen in die Läden, die leider vorwiegend Ramsch aus Fernost anbieten. Zwischen allerlei Kunsthandwerk stolpert man auch über Teppichhändler, die handgeknüpftes Pfeil bieten. Um das Handwerk zu unterstreichen und sich von der Massenware abzusetzen, hat der clevere Händler auch eine Dame an den Webstuhl gesetzt. Das Teppichknüpfen hat bei uns eine sehr lange Tradition, wenngleich sie langsam ausstirbt. Die jungen Mädchen sind einfach nicht mehr bereit, sich 8 Stunden an den Webstuhl zu setzen. Sie wollen andere Berufe ausüben, die auch besser bezahlt werden. Heute gibt es nur noch eine Handvoll Betriebe in Hammamet, die ihre Teppiche noch von Hand knüpfen. Zudem ist auch die Nachfrage gesunken. Auch in Tunesien legt man immer seltener Teppiche in den Wohnungen aus. Bei uns kaufen vor allem Touristen aus Deutschland die Teppiche, weil sie sich dieses Kunsthandwerkes bewusst sind und für schöne Dinge einfach gerne Geld ausgeben. Aber davon gibt es immer weniger. Vor allem unsere Muster und Farben sind bekannt und ganz charakteristisch für die Region. Und die Schwierigkeit liegt einfach darin, die Knoten exakt an diese Stelle zu setzen. Dem Laien fällt es nicht sofort auf, doch die Teppichliebhaber sehen sich die Knüpfstränge sehr genau an. Und das macht dann auch den Preis aus. Das ist im Grunde wie in der Malerei oder anderen Kunsthandwerken. Doch auf einem Basar ist auch ein smarter Teppichhändler wichtig. Sein Geschick ist für das Überleben des Betriebes entscheidend. Karut ist Profi und verkauft schon seit 40 Jahren Teppiche. Er weiß genau, was der Kunde sucht und am Ende auch kauft. Bei uns haben natürlich die bekannten Berberteppiche große Tradition und werden sehr gerne gekauft. Sie bedürfen zwar mehr Pflege, vermitteln aber mehr Ambiente und Wohlbefinden. Sie sind zwar als Berberteppiche bekannt, der Stil und die Machart ist aber im gesamten Orient zu Hause. Die Berber haben ihn länderübergreifend verkauft und daher kam dann auch der Name. Noch heute leben viele Familien in den Berberdörfern von der Teppichherstellung und auch vom Handel. Das ist wirklich echtes Handwerk. Karut verkauft aber nicht nur Berberteppiche, sondern Web- und Knüpfkunst aus aller Welt. Dabei spricht er auch 7 Sprachen, unter anderem auch Deutsch. Das ist ein Teppich in 40.000 Knoten pro Quadratmeter, in 1,70 Meter mal 2,40 Meter lang, in Jasminblumen, Muster. Es ist ein Teppich in Wolle, nicht in Seide. Und Jasminblumenmuster, das ist ein tunesisches Motiv, nicht persisches Motiv, Hammamet-Muster. Das Hammamet-Muster, weil gibt's viele Jasminblumen in Hammamet. Wir haben speziell gemacht einen Teppich in Jasminblumen, bitte. Ne? Die Farbe, das ist alles naturgefärbt. Es ist mit Naturfärbung. Rot mit Henna, grün mit Olivenblättern, gelb mit Safran und blau mit Indigo. Kann man schon waschen, die Teppiche. In der Waschmaschine, wie Kleider. Über 5000 Teppiche lagern in seinem Haus und er hofft natürlich wieder auf die großen Touristenströme, die einst durch die engen Gassen zogen. Einheimische verlieren sich nur selten in der Medina, dadurch wirkt sie an manchen Stellen fast menschenleer. Der Tourismus war und ist Fluch und Segen zugleich. Der Kommerz hat die Kultur vertrieben.
Und jetzt legt auch der eine Atempause ein. Zwischen vielen Plastikkamelen und Billigtöpfen stößt man zwischendurch auch auf echtes Handwerk, wie diesen Gravurmeister. Typisch Tunesien. Mit einem kleinen Hämmerchen verewigt er charakteristische Motive des Landes. Dieser Material, das ist alles Missing, echtes Missing. Und bekommt so, ohne Muster, ohne gar nichts. Und wir haben schon erklärt, und selber, wir machen das Muster verschiedene, einmal mit dem Kamel, manchmal wir machen Moschee. Manchmal ein spezieller Platz, zum Beispiel. Das dauert, kommt drauf an der Muster. Manchmal eine halbe Stunde, manchmal eine Stunde. Dauert auch zwei Stunden, wir machen nur eine Tille. Beispiel, wir machen diese ein kleines, eine Moschee, Beispiel, so wie diese. Das dauert mehr Arbeiten. Spielen habe ich ein Foto mit einem Mann hier. Hast du gesehen? Ein Mann. Aber wie früher, nicht wie moderne Beispiel, wie früher, weißt du, mit den Kaftan und Kamel ertragen, nicht ein super Auto oder was anderes, weißt du. Kamel, Moschee, Palmen, Vogel, Sonne, Sahara, das heißt Tradition zum Beispiel. Hishan hat Glück, seine Produkte werden auch von Einheimischen als Geschenk gekauft. Oft lassen sich auch Brautpaare ihr Konterfei in den Teller hämmern und warten ganz gespannt auf das Ergebnis. Klar ist die Medina touristisch ausgelegt, es gibt aber auch noch kleine Orte, die authentisch und typisch sind. Der Bummel durch die Gassen führt zu einer kleinen Institution, die vor allem von Männern besucht wird. Das kleine Café an der Stadtmauer ist die Chill-Out-Zone in Hammamet und gerade in den späten Nachmittagsstunden der Treffpunkt der Stadt. Traditionell wird hier der Minztee ausgeschenkt. Das Wasser wird bei uns in der Minze aufgekocht. Danach muss er sehr lange ziehen, bis er sein typisches Aroma entfaltet hat. Danach geben wir dem Tee noch frische Minzblätter hinzu. Dann schmeckt alles noch viel frischer. Das ist sehr gesund. Wirklich sehr, sehr gesund. Deshalb werden wir auch sehr alt und bleiben lange fit und vital. Viele trinken oft 5 Tees am Tag. Trinken Sie, dann bleiben auch Sie gesund. Die fast ewige Jugend in einem Glas? Ein Grund, warum dieses Café immer voll ist. Der wird sich auch gleich aktiv mit viel Wassersport zeigen. Dafür sorgt auch das Angebot der Hotelanlagen, die nicht nur direkt am Strand gelegen sind, sondern ihr Programm auf den aktiven Urlauber ausgelegt haben. Doch vorher stärkt man sich noch an einem ausgedehnten Frühstück mit warmen Croissants und einem frisch aufgebrühten Kaffee. Das sind die genussvollen Momente in Tunesien. Am Horizont tauchen die ersten Händler auf und mit ihnen erwacht auch das Leben am kilometerlangen Sandstrand. So, jetzt kann es losgehen. Die Jungs am Sportcenter warten bereits und machen die ersten Boote startklar. Der Wind lechzt schon danach, die Segel über das Meer zu jagen und den Katamaran auf eine Kufe zu heben. Das ist Wassersport pur. Und wer nach einem Schnuppertörn Lust auf mehr bekommen hat, kann auch direkt einen Segelkurs buchen. Auch für die Trainer ein Riesenspaß. Ich liebe das Segeln, vor allem den Katamaran mag ich besonders. Für mich ist das Segeln die größte Freude. Denn es ist auch der beste Sport, um sich zu entspannen, aber gleichzeitig auch, sich richtig auszupowern. Für Segler ist Hammamet inzwischen mehr als ein Geheimtipp. Zum einen sind die Übernachtungen im Vergleich zu anderen Destinationen günstig, zum anderen ist bei einigen Clubs der Wassersport auch inkludiert. Aber der wichtigste Faktor für den Segelfan sind natürlich die idealen Windbedingungen, die es auch weniger geübten Seglern erlaubt, ihre Runden zu ziehen.
Wir haben hier immer tolles Wetter und wirklich einen faszinierenden Strand. Wenn man Delfine beobachten möchte, wenn man segeln möchte, wenn man Adrenalin verspüren möchte und wenn man Spaß haben will, ist man hier genau richtig. Dann sollten Sie hierher nach Hammamet in unseren Magic Life Club kommen. Ich will Sie. Und Sie, Sie, Sie und Sie. Ich warte auf Sie. Wer gerne auf den Wellen tanzt, schnallt sich die Wasserski unter die Füße und lässt sich von 150 PS über das Wasser ziehen. Etwas Übung braucht man natürlich schon, um die Balance zu finden. Hat man das geschafft, ist der Ritt über das Meer ein sensationelles Erlebnis. Voll auf ihre Kosten kommen übrigens auch die Kitesurfer. Die oft meterhohen Sprünge sind spektakulär. Weniger Ausdauer ist im Rutschenparadies erforderlich. Ein Gewirr aus verschiedenen Routen und Rutschen bäumt sich vor einem auf. Unterschiedliche Längen und verschiedene Kreischfaktoren gerade für die Mädchen machen die Wahl schwer. Und wer am Ende wie ein flacher Stein über den Pool gleitet, hat die Aufnahmeprüfung in die Wasserrutschen Champions League wahrlich bestanden. Keine Strandferien ohne Beachvolleyball und das rund um den Globus. Wenngleich sich beim Cluburlaub traditionell nicht zwei, sondern gleich fünf Spieler pro Mannschaft in den Sand hechten und meistens auch aus unterschiedlichen Ländern. Das ist Globalisierung ganz dicht am Netz und ein echter Klassiker direkt am Strand. Während Papa und Mama noch die Bälle über das Netz schmettern, sind die Kleinen gut behütet. Ja, auch im Kids Club geht es jeden Tag hoch her und immer wieder steht ein anderes Motto auf dem Programm. Heute holen wir Rio an die tunesische Küste und feiern Karneval mit bunten Kostümen und ebensolchen Gesichtern. Die Faschingsparade zieht dann durch den ganzen Club und animiert natürlich alle zum Mittanzen. Große Momente für kleine Menschen. Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Wer nach Tunesien kommt, sollte sich auch der Kulinarik hingeben, die historisch begründet durch verschiedene Kulturen geprägt wurde. Marokkaner haben hier ebenso ihre Spuren hinterlassen wie die Türken. Der Chefkoch führt uns über den Wochenmarkt, dessen Besuch alleine schon ein beeindruckendes Erlebnis ist. Überall türmen sich die Gewürze zu kleinen Pyramiden auf. Überall darf man kosten, probieren und ein Stück Tunesien schmecken. Ein Schlaraffenland für jeden Gourmet und Liebhaber orientalischer Produkte und Gerichte. Tunesien war ein wichtiger Handelsplatz, von dem aus viele Gewürze erstmals ihren Weg nach Europa fanden. Schauen Sie sich das an. All die Öle und Gewürze, zum Beispiel Paprika, alles kam von hier. Auch die Zimtstangen. Denken Sie an Ihren Apfelstrudel. Was wäre Apfelstrudel ohne Zimt? Ohne Tunesien gäbe es keinen Apfelstrudel. Und das wäre gewiss ein großer, sehr großer Verlust. Man könnte mit Hossam stundenlang über den Markt flanieren und dabei nicht nur den Geschmack Tunesiens, sondern auch die Geschichte hinter den Produkten erfahren. Der Markt von Nabeul ist jeden Samstag ab 8 Uhr geöffnet und ein absolutes Rendezvous der Sinne. Über 100 verschiedene Gewürze, Öle, aber auch Pasten werden adrett zum Kauf angeboten. Wie zum Beispiel die Harissa. Sie ist die landestypische Gewürzpaste und verschärft eine Vielzahl an Gerichten. Wir haben hier den besten Markt, um die einzelnen Zutaten für die Harissa zu finden. Ja, und das ist die Harissa. Sie ist bei uns sehr beliebt und sehr geschmackvoll. Für die Harissa benötigen wir Knoblauch, dann noch trockene Chilis und zudem auch Koriander. Hier sehen Sie den Koriander da hinten. Ja, und dazu Olivenöl und Salz. Auch ganz wichtig für das Rezept. Aber ich zeige euch jetzt, wie man die typische tunesische Harissa zubereitet.
Zurück im Hotel bereiten die Köchinnen alles vor und rühren bereits die einzelnen Zutaten an. Das Ganze gleicht einer kleinen Zeremonie. Wie bei vielen Produkten und Gerichten in Tunesien hat auch die Harissa multikulturelle Wurzeln. Ähnliche Gewürzmischungen werden auch in Marokko und Algerien verarbeitet. Zunächst werden die Chilischoten gehäckselt und zu einer Art Brei angerührt. Danach wird die Masse mit Salz und Koriander gewürzt. Wer es nicht ganz so scharf möchte, der kann auch etwas Tomaten- oder Paprikaschoten beimengen. Dann wird der Geschmack milder. Das Ganze mit Knoblauch und Olivenöl kräftig durchkneten. Fertig ist die Harissa, die in Tunesien klassisch mit gebackenem Fladenbrot zubereitet und gegessen wird. Dabei wird eine Teigtasche gefaltet, die dann mit Harissa gefüllt und auf einer heißen Platte goldbraun gebacken wird. Die einfachsten Dinge schmecken am Ende immer am besten, ob in Deutschland oder hier in Tunesien. Auch die Dattel ist typisch für das Land. Und hier ist sie zu Hause, im Süden Tunesiens, inmitten der Sahara. In den verstreuten Oasen finden die Dattelpalmen ausreichend Wasser, um in der Wüste zu gedeihen. Bemerkenswert ist, dass es sowohl weibliche wie auch männliche Bäume gibt und der Mensch bei der Befruchtung auch unterstützend mithilft. Das hier ist eine männliche Palme und das erkennt man an der Größe und Dicke des Stammes. Im Umkreis eines Männchens befinden sich immer rund 40 weibliche Pflanzen, die von seinem Samen befruchtet werden. Damit die Besamung kein Zufall wird, verteilen die Arbeiter im Frühjahr gezielt den Samen auf den Blüten. Im Spätherbst steigt man erneut hinauf, um die älteste Frucht der Erde zu ernten. Rund 20 Meter wächst sie in den Himmel und wird über 100 Jahre alt. Bis heute zählt sie zu den wichtigsten Nahrungsmitteln in der arabischen Welt und das hat auch seinen Grund. Die Dattel hat viele Vitamine und ist sehr nährstoffreich und daher auch sehr gesund. Zudem auch durchaus bekömmlich. Wichtig ist auch der natürliche Fruchtzucker, der gerade bei der Arbeit ausreichend Energie und Kraft gibt. Wenn kleine Kinder viele Datteln essen, dann werden sie auch intelligenter. Das ist wirklich wahr, kein Witz. Jede Palme trägt rund 50 Kilo Datteln, die direkt vor Ort noch sortiert und geprüft werden. Zunächst schneiden wir die Dattelzweige zu, damit sie besser verpackt werden können. Die losen Datteln werden von uns genau sortiert. Einige Datteln sind nicht genießbar. Das erkennt man dann, wenn sie noch unreif sind oder zu viel Hitze abbekommen haben oder schon etwas angefault oder bereits am Baum ausgetrocknet sind. Dafür haben wir ein Auge. Nach der Ernte geht es dann direkt zur Verarbeitung. Hier werden die Datteln von den Zweigen getrennt, noch einmal geprüft und schließlich schon aufgereiht verpackt. Die Dattel ist je nach Lagerung dann bis zu 2 Jahre haltbar. In Tunesien, Marokko und auch Algerien wird sie jeden Tag als Snack gereicht. Bei uns in Europa wird der nährstoffreiche Happen vor allem gerne in den Wintermonaten verzehrt. Neben den verpackten Datteln kann man sie aber auch lose mit Zweig kaufen. Diese beinhalten dann oft noch mehr Nährstoffe und sind länger frisch. In Tunesien ist die Dattel aber auch ein beliebtes Produkt in der Küche. Warum nicht auch mal ein Müsli mit Datteln, Mandelsplittern, Granatapfel und Couscous zubereiten und das Ganze dann mit Orangensaft aufrühren? Wer mag, kann es noch karamellisieren. Fertig ist ein leckeres Frühstück aus Tausend und einer Nacht. Es wird Abend in Hammamet. Zeit also für Entertainment, Show und Unterhaltung. Die Klänge des Flügels locken uns in die Lobby. Der Pianist sorgt mit seinen Klassikern auch für die musikalische Untermalung beim Abendessen sowie einem entspannten Ausklang bei einem Cocktail an der Bar. Wir dürfen einen Blick hinter die Kulissen der täglichen Show werfen und die Künstler bei den Vorbereitungen beobachten. Tagsüber sind sie für die Unterhaltung sowie für die Sportaktivitäten der Gäste verantwortlich. Am Abend jedoch schlüpfen sie in die Rolle von Tänzern, Sängern und Akrobaten.
Ein facettenreicher Job, der aber auch Vielseitigkeit einfordert. So auch bei Romeo. Ich liebe die Schauspielerei. Der schönste Moment bei meinem Job hier ist es, einfach auf der Bühne zu stehen. Das Besondere ist dabei natürlich auch der direkte Kontakt zu den Menschen. Ich treffe jeden Tag auf neue Gäste aus aller Welt. Ob aus ganz Europa, Nordamerika, von überall. Und das ist für mich der größte Reiz bei dieser Arbeit, weshalb ich auch schon seit 4 Jahren dabei bin. Ähnlich sieht das auch Marta aus Brasilien. Für sie ist der Job fast schon Erholung. Also für mich ist das Tanzen wie Entspannung. Das ist einfach ein Teil meines Lebens. Das hält mich fit, konzentriert und auch fokussiert auf das, was ich noch erreichen möchte. Beim Tanzen hast du Höhenflüge und Talfahrten, wie im täglichen Leben auch. Zu tanzen ist das größte Geschenk, das man mir machen kann. Und natürlich liebe ich den Ausdruck, das Spiel auf der Bühne. Du kannst mit dem Publikum kommunizieren, ohne dabei zu reden. Das liebe ich auf der Bühne. Das Programm wechselt täglich. Jeden Tag eine neue Rolle, jeden Tag eine neue An- und Herausforderung. Und natürlich ein neues Kostüm. Und der Fundus ist mehr als reichhaltig. Hier kann Marta aus dem Vollen schöpfen. Das hier sind alle meine Kostüme. Also jeder von uns hat seinen eigenen Garderobenraum. Und wir haben sie mit dem Programm geordnet. Vom Opening bis hin zum Finale. Das hier werde ich heute tragen und das hier auch. Das ist ein Latino-Kostüm oder das hier. Es ist sehr schrill und hat diese kleinen Fetzen. Und wir haben hier auch eine Michael Jackson-Show und da ziehen wir diese glitzernden Outfits an. Glitzer ist immer wichtig. Und das hier ist mein Outfit für morgen. Das ist ein Kostüm aus den 80ern. Typisch 80er, wie Footloose. This is Elton John. Elton John. Das ist unser Madonna-Outfit. Ja, und diese Outfits nehmen wir für zwischendurch her, bei verschiedenen Musicals oder Tanzshows. Ja, das sind alle Kostüme, die ich trage. Die gehören alle mir. And yeah, these are all my costumes organized and I just keep them here. Wichtig ist, dass die Outfits gut vorbereitet sind, damit die Show auch gut läuft. Manchmal brauchen wir hier auch Hilfe und du rufst dann nervös, hallo, hier. Aber du musst dann wieder ganz professionell auf die Bühne gehen, als ob nichts passiert wäre. Aber das Wechseln der Kostüme ist für uns auch der Motor für die nächste Nummer. Das pusht dich einfach. Und schon dreht sie wieder ihre Runden auf der Bühne. Ein Fulltime-Job, der aber offensichtlich sehr, sehr glücklich macht. Ein neuer Tag, ein neuer Ausflug. Diesmal geht die Fahrt nach Nabeul, die größte Küstenstadt in der Region. Wirft man einen Blick über die Skyline, wird man von einem morbiden Charme empfangen, den der Wind und die salzige Luft in die Fassaden gefressen hat. Auch hier führt die beliebteste Flaniermeile natürlich durch die Medina, die jedoch schon sehr touristisch geprägt ist. Zwischen viel Krims und reichlich Krams findet man auch echte Originale, wie handgefertigte Töpferwaren. Nabeul ist das tunesische Epizentrum für Keramik. Nirgendwo werden mehr landestypische Teller, Tassen und Accessoires gefertigt. Die Geschichte der Töpferei ist so alt wie das Land. Schon vor über 3000 Jahren wurde Ton geformt und gebrannt. An der Grundtechnik hat sich bis heute nicht viel geändert. Bei manchen Produkten wird maschinell unter die Arme gegriffen. Hier werden nur die Reste nochmal neu verarbeitet. Die hochwertigen Produkte jedoch werden aus einem Klumpen Ton zu Form und Schönheit modelliert. Bis zu 100 verschiedene Teller, Vasen oder Krüge töpfert der Meister mit seinen Händen pro Tag. Das Töpfern ist ein sehr komplexer Vorgang. Entscheidend ist zum einen die Konsistenz der Tonmasse, aber auch die Geschwindigkeit des Drehtellers. Ist er zu schnell, verformt sich die Masse von alleine. Ist er zu langsam, wird die Formgebung nicht gleichmäßig. Dann kommt der Druck durch die Hände hinzu.
Das bedarf einer unglaublichen Erfahrung und im wahrsten Sinne auch Fingerspitzengefühl. Der Ton hat nicht immer die gleiche Konsistenz, daher muss er den Druck anpassen. Besonders schwierig wird es bei den kleinen Schalen mit dem gekrümmten Rand. Das ist dann ganz hohe Kunst. Fast im Minutentakt kommen die Gefäße vom Drehteller ins Trockenregal. Hier ruhen sie erst einmal eine Zeit lang, bevor es sehr heiß wird. Und ab geht es in den Brennofen. Auch das Beladen des Wagens ist eine Kunst für sich. Jeder Quadratzentimeter wird ausgenutzt. Das Brennen und der damit verbundene Energieaufwand ist einer der teuersten Posten bei der Herstellung. Nach dem ersten Brennvorgang sorgen die Kunstmaler für den typischen Look der Stücke. Die Maghreb-Staaten, aber auch andere Völker und Kulturen haben sich auf den Tellern in vielfältiger Weise verewigt. Die Keramikstücke sind auch ein Spiegelbild unserer Kultur und Geschichte. Schaut man sich die Teller genau an, so findet man ein Stück Türkei, Marokko, aber auch Ägypten und Algerien wieder. Jede Kultur hat Keramik produziert und damit auch ihren Stempel aufgedrückt. Die Teller sind wie Geschichtsbücher, wenn man sie richtig lesen und interpretieren kann. Die Türken haben besonders leuchtend ihre Spuren auf den Tellern hinterlassen. Diese führen auf Stil und Geschmack der Osmanen zurück. Kulturgeschichte in Ton gebrannt. Wir sehen auch innerhalb der tunesischen Geschichte einen Wandel auf den Tellern. So kann man noch Einflüsse von Karthago erkennen, mit sehr heroischen und heldenhaften Motiven. Die tunesischen Elemente dagegen sind weicher, harmonischer und bilden mehr die Natur und ihre Schönheiten ab. Karthago symbolisiert Macht, Tunesien Schönheit und Pracht. Ich habe tausende von Motive studiert und gemalt und immer wieder erkenne ich neue Merkmale mit einem historischen Hintergrund. Das ist sehr spannend und so wird die Malerei auch nicht eintönig. Der Töpfermeister treibt auch die Kunstmaler an. So müssen die beiden Künstler bis zu 100 Teilen ihren besonderen Kaufanreiz geben. Und oben in den Verkaufsräumen stapeln sich dann die Ergebnisse. Die Keramikstücke werden in die ganze Welt verkauft und sind natürlich auch ein beliebtes Mitbringsel bei den Touristen. Es gibt aber auch viele, die suchen sich hier etwas aus und wir liefern es dann nach Hause. Besonders beliebt sind vor allem Töpfe zum Garen. Da haben wir zum Beispiel die Tagine, die ja ihre Wurzeln in Marokko hat, aber auch bei uns hier gebrannt wird. Mit diesem Topf kann man viele Gerichte zubereiten, aber auch gleichzeitig aus ihm essen. Er ist Topf und Teller in einem und hält durch seinen Boden das Essen auch sehr lange warm. Neben Tourismus zählt die Keramikindustrie zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren in der Region. Zeit also, nach dem Ausschau zu halten, was man im Kochgeschirr alles zubereiten kann. Fündig werden wir natürlich auf dem größten Markt am Stadtrand von Nabeul gelegen. Er ist jeden Samstag geöffnet und macht sich von Weitem lautstark bemerkbar. Vor allem die Fischhändler machen auf sich aufmerksam. Klar, die fangfrische Ware ist leicht verderblich und muss daher rasch an den Kunden gebracht werden. Mit dem Aufgang der Sonne fallen auch die Preise. Gegen Mittag wird einem der Fisch fast schon nachgeworfen. Der Einkauf macht hungrig und daher kann man seinen Erwerb auch gleich an den Imbissstationen braten lassen. Vom Fischhändler direkt auf den Tisch. Frischer geht es nicht. Gleich gegenüber kriecht einem herzhafter Duft von gebackenem Brot in die Nase und lockt mächtig an. Nela heißt die Bäckerin.
Ich verwende ja einen ganz klassischen Brotteig aus Weizenmehl, Wasser und Salz. Das Geheimnis liegt jedoch in diesem Ofen und der Art des Backens. Durch den Ofen kann sich die Hitze gleichmäßig verteilen, ähnlich wie in einem Pizzaofen. Das Brot wird dadurch sehr schnell gebacken, aber bleibt innen dennoch weich und saftig. Durch die Gabelstiche wird es zudem noch luftiger und leichter. Nela reibt das Brot zwischendurch immer wieder mit Wasser ein, damit es auch am Ofenrand kleben bleibt. Dann wird es sofort am Stand warm und frisch verkauft. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob die Brote fertig sind. Durch das Einreiben mit Wasser verhindere ich auch, dass die Brote zu dunkel werden. Das mögen die Leute hier nicht so gern. Man muss die Fladen auch gleich essen. Wenn sie noch warm sind, schmecken sie am besten. Wir essen das Brot den ganzen Tag, morgens wie abends. Schauen Sie, die sind jetzt schon fertig. Richtig schön goldbraun. So müssen sie sein. Dann sind sie perfekt und sofort verkauft. Ja, dafür stehen sie schon Schlange. Die Kunden warten immer, bis sie direkt aus dem Ofen kommen. Nela backt bis zu 300 Brote am Tag und lacht dabei auch noch. So ist das Lebensgefühl der Tunesier. Und sie lieben dieses Fladenbrot und am liebsten wird es mit Mihouya, dem gebratenen Paprikasalat, gegessen. Ja, und der wird auch am Stand angeboten. Zunächst werden die grünen Spitzpaprikas am offenen Feuer gegrillt und danach geschält. Die Scheiben werden dann in einem Steinkrug gemahlen und gestampft. Die Masse wird anschließend noch mit Koriander, Salz und Knoblauch abgeschmeckt und am Ende ist das Brot gefüllt. Einfach herzhaft und lecker. Was in den Blütezeiten des Tourismus undenkbar gewesen wäre, sieht man jetzt immer öfter. Fischer, die sich auf das Abendessen am Haken freuen. Als die Strände noch gut mit Touristen gefüllt waren, konnten sie sich nur nachts auf die Lauer setzen. Heute versuchen sie auch tagsüber ihr Glück. Mit Erfolg, wie man sieht. Wir holen hier nur kleinere Fische aus dem Meer. Das reicht gerade mal für den Eigenbedarf. Ich schenke die Fische meiner Tochter. Die muss den ganzen Tag arbeiten und freut sich dann, wenn sie was zum Kochen hat. Wenn es gut läuft, ziehe ich auch mehr aus dem Wasser und verkaufe sie dann an Restaurants. Irgendwie müssen wir ja alle überleben. Aber es wird schon werden. Fast täglich trifft sich Mahmoud mit seinen Freunden an den langen Sandstränden von Hammamet und hat trotz der kurzen Entfernung zum Wasser reichlich Glück mit seiner Angel. Man braucht eine ganz bestimmte Technik, um den Köder möglichst weit zu werfen. Tagsüber kommen die Fische nicht so nah ans Ufer, weil sie doch mal verschreckt werden. Dann müssen wir halt noch weiter werfen. Durch diverse Anschläge erlebt das Land eine touristische Flaute. Viele Touristen meiden noch immer die einst so beliebten Badeorte. Selbst die Fische.